Das sieht ja gut aus. Okay, also das Thema, wenn ich jetzt dieses Bild sehe und das Thema heißt, also Erfolgreicher als Frau. erfolgreicher als Frau. Erfolgreich seid ihr schon. Frauen haben in den letzten Jahrzehnten sehr viel in der Welt zum Guten verändert. Jetzt geht es darum, dass ihr noch erfolgreicher werdet, um auch andere Frauen zu inspirieren. Und deshalb, es ist ganz großartig, was ihr macht. Ihr seid alle Leaderinnen, ihr seid Menschen mit Herz. Und ich freue mich sehr auf euer Panel, denn da hört man natürlich als Mann auch sehr gut mit zu, wenn man immer auch etwas dazulernt, was man als Mann dann auch noch besser machen könnte. Übrigens, das Männerpanel ist dann morgen Sonntag 14 bis 15 Uhr. Wie kann man als Mann erfolgreich sein in einer Branche, in der über 90% Frauen erfolgreich sind? Und das wird auch interessant. Schauen wir mal, es haben sich ein paar interessante Teilnehmer angekündigt. Wenn ihr Zeit habt, dann seid 14 bis 15 Uhr dabei. Gibt ein paar Überraschungen. Und jetzt hoffe ich, dass alle Männer speziell hier zuhören, aber natürlich auch alle Frauen, die noch erfolgreicher werden wollen. Ja, vielen, vielen Dank für dieses Intro. Und vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ich freue mich. Solche Frauenkreise und Frauenrunden sind immer etwas ganz Besonderes, finde ich. Ja, und das Thema ist ja jetzt Erfolg. Und ich habe mir die Frage gestellt, und diese Frage möchte ich jetzt gerne mal so in den Raum stellen. Was ist denn eine erfolgreiche Frau? Oder wer ist eine erfolgreiche Frau? Oder was zeichnet eine erfolgreiche Frau aus? Oder Erfolg und Frau, passt das überhaupt zusammen? Geht das? Oder können eigentlich nur die Männer erfolgreich sein? Susanne, du hast gerade schon so geschmunzelt. Ja, das ist genau mein Thema. Ich will eigentlich heute gar nicht so viel labern. Ich laber ja eh die ganze Zeit immer so viel. Also ich möchte eigentlich eher ein bisschen im Hintergrund sein. Okay, also, das ist genau mein Thema, weil nur weil wir Frauen irgendwie Kinder bekommen, ja, und dann von unseren Männern abhängig sind, weil wir halt erstmal, sagen wir mal, also nach so einer Geburt ist man echt wehrlos und schutzlos und also da ist halt wirklich Ausnahmezustand und dann auch was die Elternzeit und so weiter angeht und es kann einfach nicht sein, dass wir Frauen da halt gerade dann nicht erfolgreich sein dürfen und immer so im Schatten unseres Mannes stehen und dann immer betteln müssen, dass wir uns dann irgendwas leisten können oder irgend so ein Schwachsinn. Das kann auf gar keinen Fall sein. Und deshalb, also weiß nicht, dass die Männer doof sind, ne? Also alles super, ne? Das sollte alles schön in Balance sein, aber wir Frauen sollten einfach halt nicht abhängig sein von unserem Mann, weil das ist wirklich nicht gut, auch für die Beziehung. Ja? Und deshalb kann ich nur jede Frau ermutigen, einfach sich selber nebenbei einen zusätzlichen Geldfluss sozusagen mit der Living zu kreieren. Ja, und dazu hast du ja dein Buch. Susanne ist auch eine Bestseller-Autorin, die spirituelle Netzwerkerin. Also du musst jetzt nicht deinen Vortrag von morgen spoilern, aber magst du vielleicht so ein paar kleine Keywords oder so, um uns neugierig zu machen und zu verraten? Ja, also ich bin ja selber ehrlich gesagt total überrascht, wie gut das Buch ankommt. Also ich bin immer wieder Bestseller. Normalerweise gibt man mal Bestseller und dann war es das irgendwie. Aber es ist immer wieder auch in verschiedenen Kategorien einfach Bestseller. Also ich bin total begeistert. Deshalb vielen Dank an alle, die auch zuschauen, die sich das gekauft haben und immer noch kaufen. Also vielen Dank für euer Interesse, weil es ist einfach wichtig, weil wir denken halt einfach meistens, gerade wir Frauen, ja, warum sind denn in hohen Positionen, ja? Warum sind denn da immer Männer? Meistens. Ja, meistens. Guckt euch jetzt mal an. Wer hat den Ölemarathon hier ins Leben gerufen? Der Aditya. So. Welche Frau muss dann erstmal so viele, ja, Power haben, um das auch zu machen? Also da möchte ich wirklich alle Frauen sozusagen ermutigen, sich nicht immer unter die Männer zu stellen, weil das machen wir ja halt einfach
leider gerne, weil das liegt halt einfach auch in unserem Yin-Attribut, dass wir einfach nehmend sind und zurück und in uns sind und so weiter. Und es ist einfach wichtig, dass wir verstehen, dass Erfolg, also wir denken immer Spiritualität und Erfolg sind so zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich bin ja auch Yoga-Lehrerin und da ist es ja sowieso immer die spirituellen Leute, die sind dann immer so, oh, bloß kein Geld verdienen und je ehrenhafter, desto günstiger, so nach dem Motto. Und das ist halt ja einfach Quatsch, ja, weil wenn ich kann nicht die ganze Zeit in Armut leben und alles immer nur geben also ich bringe ja der Welt nichts, wenn ich arm bin. Ich bringe ja der Welt ja viel mehr, wenn ich in Fülle lebe, weil dann kann ich ja viel mehr zurückgeben. Und deshalb diese zwei Seiten von Spiritualität und Erfolg, die immer so unvereinbar scheinen, die gehen eigentlich für mich so gut zusammen, weil ich der Meinung bin, dass nur wenn du wirklich an dir arbeitest, Achtsamkeitspraxis machst, Persönlichkeitsentwicklung, diese ganzen Sachen, wenn du erstmal bei dir anfängst, zum Beispiel mal ein besserer Mensch zu werden, erst dann wird dein Business wirklich erfolgreich. Das heißt, das ist total wichtig, dass wir das zusammen sozusagen praktizieren. Ja, genau. Und darum geht es in meinem Buch. Und da kann ich jede Frau nur ermutigen und ermächtigen. Ne, wie gesagt, die Männer sind nicht doof. Also nicht, bitte nicht falsch verstehen, auch alle Männer. Ihr seid wundervoll. Wir brauchen euch. Wir wollen auch starke Männer, an die wir uns anlegen können. Gar kein Ding. Aber wir möchten einfach auch in Fülle leben. Oder Mädels, wie seht ihr das? Ja, legt mal los. Wie seht ihr das? Also ich klinke mich jetzt einfach mal ein. Ich bin auch der Meinung, Erfolg ist ein sehr dehnbarer Begriff in der Definition eines jeden selbst. Also Erfolg beginnt ja bei jedem woanders oder endet auch bei jedem woanders. Erfolg kann ganz kleine Schritte haben, kann aber auch ganz große Schritte haben. Und deswegen finde ich es immer gut, wenn man es auch so ein bisschen individuell betrachten kann. Und ich schaue es mir auch immer gern mal aus verschiedenen Perspektiven an. Gehen wir mal ins Kollektiv rein. Wie war das denn so früher mit der Frau, ne? Also wenn wir jetzt so in der Steinzeit mal anfangen, Jäger und Sammler, der Mann und ne, die Frau war dann eben diejenige, die das Kind ausgetragen hat, die Aufgabe hatte, dann zu Hause zu geben, das Kind zu nähren, so die Stammesenergie rauszutragen, auch dafür zu sorgen, für die Erziehung und auch gewisse Werte mitzugeben. Und das ist ja schon sehr prägend generationsübergreifend über ganz, ganz lange Zeit so gewesen. Und jetzt sind wir ja in einer neuen Zeit angekommen, wo wir Frauen uns auch etablieren wollen, ohne zu dominant zu wirken, ohne jetzt Männer zu diskriminieren. Wir brauchen unsere Männer. Also ich brauche meinen Mann auch jetzt nicht nur ein starker Mann an der Seite, sondern ich will auch mit dem Spaß haben. Also ne, das gehört ja auch irgendwo dazu. Und ich bin der Meinung, je mehr du deinen Weg zu dir selbst findest und je mehr du für dich herausfinden kannst, wer du bist, wie dein Weg ausschaut und du anfängst, dir zu vertrauen, auf dein Gefühl zu hören oder auf deine Stimme und dich auch immer mehr davon abgrenzen kannst, was andere von dir wollen oder erwarten. Es gibt ja immer diese Erwartungen an Menschen, die gibt es ja genauso auch an Männer. Und auch Männer leben ja auch manchmal mehr ihre weibliche Energie aus und wir Frauen die männliche Energie. Also das, ne, das ist ja ganz, ganz individuell. Aber für mich persönlich bedeutet Erfolg, wenn ich verstanden habe, mich zu fühlen. Wenn ich mich fühlen kann, wenn ich fühlen kann, was mir gut tut, wenn ich fühlen kann, was mir weniger gut tut und da auch lerne, selbst Grenzen zu setzen. Und man kann auch liebevoll Grenzen setzen, man kann aber auch mal sehr bestimmend Grenzen setzen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wer dir halt auch den Ball zuspielt. Und auch wichtig finde ich zu lernen, gerade in unserem Kollektiv, das Schwäche zeigen, weil ne, wo fängt Schwäche an? Das ist ja dann dasselbe. Das ist nicht immer nur, yeah, alles ist super, alles ist toll und wow, es läuft immer. Nee, es ist auch mal völliger Bullshit und es läuft überhaupt nicht. Und ich finde es auch wichtig, dass man darüber redet, dass man sich selbst treu bleibt. So, also mein Motto ist immer, wenn ich in den Spiegel schauen kann, ja, habe ich alles für mich richtig gemacht. Und der Weg ist manchmal alles andere als schön. Der ist auch manchmal ganz schön holperig und der tut auch echt weh, wenn man so auf die Nase fällt.
Aber dann sage ich auch wieder aufstehen, Krönchen richten und weiter geht's, ja. Und das sind alles Erfahrungen, die wir machen. Ich finde, man darf nicht so extrem auch in die Dualität gehen. Ne? Das sind Fehler und Fehler sind falsch und das wird ja einem so echt eingetrichtert. Und wir sind jetzt eben in einer Zeit angelangt, wo wir die Möglichkeit haben, diese Konditionierungen immer mehr in unsere Bewusstseinserweiterung auch zu bekommen. Und da bin ich auch super gerne auf dem Weg dabei, Frauen zu bestärken, ihnen zu zeigen, wie sie in ihre Kraft kommen können, ja, wie sie Selbstvertrauen gewinnen können und wie sie anfangen können, sich zu fühlen und sich auch zu verstehen und ohne, dass man sich auch immer rechtfertigen muss oder dass ein Nein, ganz viele haben ja auch noch ein Problem mit, einfach mal Nein zu sagen. Das ist, ich beobachte das immer wieder, wenn du jemanden was fragst und sie sagen Nein und dann geht die Erklärreihe los. Und dann sage ich immer, hey, stopp, alles cool. Ich akzeptiere dein Nein. Ist ja deine Entscheidung. Aber ich selber habe das auch lernen dürfen von dem. Ich war in dem einen Extrem. Ich bin einen sehr harten Weg gegangen und ich behaupte mal, dass ich immer wieder lerne, dass ich auch immer wieder mal hinfalle. Dazu tendiere ich halt auch mal gerne. Aber wichtig ist einfach, dass ich bei mir selber bleibe. Ja? Dass ich immer versuche, meinen Weg für mich zu finden und den auch nicht dem anderen aufzuzwingen. Weil gerade so mit der Susanne, plaudere ich mal kurz aus dem Nähkästchen. Man muss nicht immer d'accord sein und denselben Weg laufen oder denken, mein Weg ist dein Weg, ja. Nein, ist ja halt nett, ja. Das dürften wir beide ganz stark erfahren, dass gerade der Öleweg bei uns beiden ab einem gewissen Grad ganz unterschiedlich ist einfach. Und da sind wir beide echt gut dran gewachsen, finde ich, ja, und haben mega viel auch für uns lernen dürfen. Und das sind auch schon mega Erfolge. Also Erfolg ist für mich ein mega dehnbarer Begriff. Vielen Dank fürs Teilen. Wer mag noch teilen, was für Sie so Erfolg, eine erfolgreiche Frau, wer ist das? Oder was ist das? Oder was macht dich zur erfolgreichen Frau auch natürlich? Hallo ihr Lieben, ich nutze mal das Zeitfenster, das ich habe. Wir wissen nicht, wie lange es ist, ja, je nachdem, wie lange der Milan schläft und wie ruhig er schläft. Für mich ist das hier gerade Erfolg, dass ich einfach hier um 20 nach 9, auch wenn Mia noch wach ist, hinter uns irgendwie so ein bisschen ne, noch Koffer, weil sie ist gerade aus den Ferien mit dem Papa gekommen, ich einfach hier jetzt mit dabei sein kann, ohne mir noch großartig jetzt Gedanken machen zu müssen, okay, ich muss jetzt mich noch irgendwie hier in Schale werfen, ich muss jetzt noch gucken, dass ich noch einen schönen Hintergrund habe und irgendwie noch hektisch irgendwie rum irgendwas machen muss, sondern das ist für mich Erfolg, einfach in dieser Entspannung mittlerweile zu sein, dass ich mir über solche Dinge keine Gedanken mehr machen muss, ja, dass ich das vereinbaren kann, dass ich mir denke, okay, es ist lieber unperfekt irgendwas gemacht, als hektisch gestresst perfekt mit irgendwie Druck im Hintergrund, die Kinder müssen funktionieren, ich muss funktionieren, die Technik muss funktionieren und genau davon will ich halt einfach komplett weg und das macht für mich mittlerweile Erfolg aus, dass ich flexibel sein kann, dass ich für meine Kinder dann da sein kann, wenn sie mich einfach brauchen und alles andere ich mittlerweile auch in den Hintergrund stellen kann, weil ich die Freiheit mittlerweile habe. Das ist für mich mittlerweile Erfolg. Ich bin letztes Jahr, ich bin ein Jahr lang Porsche gefahren, ja, und dachte erst, das wäre für mich mit Erfolg auch gewesen, ja. Ich muss irgendwann mal einen Post machen, ne. Ich habe jetzt einen Peugeot 206 CC, der 17 Jahre alt ist und ich liebe dieses Auto, wo ich sage, ich muss mal einen Post machen vom Porsche zum Peugeot, ja. Und ich mittlerweile, ne, das ist auch so ein Gefühl von angekommen sein und Druck rausnehmen, erfolgreich sein zu müssen oder ich kenne das noch so gut, wenn ich irgendwie abends im Zoom-Call saß und habe meine Geburtsvorbereitungskurse Hallo. Gegeben. Magst du kurz Hallo sagen? Entschuldigung, ja. Das habe ich gar nicht gefragt, genau. Mia ist ja auch dabei. Und ich weiß noch, ich habe dann gesagt, so, oh, hoffentlich schläft sie, hoffentlich schläft der Milan und ne, alles. Und das ist mittlerweile, wo ich sage, da will ich halt auch so ein bisschen die Lanze brechen für alle Mamas, ja, weil wir uns teilweise, ne, wir trennen Business und Familie. Und ich glaube, weil es gesellschaftlich, du darfst gerne dann auch was sagen. Lass mich kurz ausreden, ja?
weil ich glaube, das ist so wichtig. Ich habe letztens so ein schönes Video gesehen im Internet. Da war eine Mama mit ihrem Kind in einer Vorlesung gewesen in der Uni und das Kind wurde laut und hat geweint und sie hat schnell gepackt und wollte raus und der Dozent hat gesagt, halt stopp, was machst du da? Gib mir das Kind und hat das Kind bespaßt und hat seinen Vortrag weitergemacht und dieser Dozent ist dafür prädestiniert, dass der Mütter einfach unterstützt, dass die sich nicht mehr entscheiden müssen zwischen Familie oder Business erfolgreich, beziehungsweise ich würde sagen, es ist ja auch eine Art der Selbstentfaltung. Ja, und es ist vollkommen okay zu sagen, ich bin nicht nur Mama, ja, und ich mache das vom Herzen gerne und gleichzeitig darf ich auch noch mit dabei sein und nach meinen Bedürfnissen gucken. Ja, du wolltest auch was erzählen? Was magst du sagen, mein Schatz? Ich war in den Ferien bei der Schule mit meiner Oma und mit meinem Opa an der Mosel im Urlaub und gerade war ich bei meinem Papa. Mein Papa hat mich wann? Heute? Er hat heute Nachmittag gebracht. Heute Nachmittag gebracht und dann haben wir halt noch gekuschelt. Meine Mama ist spazieren gegangen und dann ist er gegangen und dann haben wir noch hatten wir den Mina ins Bett gebracht und dann haben wir was geguckt. Ja, Kari, der Film. Könnt ihr auch mal gucken. Der ist echt cool. Der ist wirklich cool. Also. Und dann haben wir noch Lebkuchen gegessen, noch Chips. Wir haben es heute mal richtig krachen lassen. Gell? Ja, und wir haben uns voll einen Kinoabend gemacht. Und hier, kann ich mal kurz zeigen? Wir können es später zeigen. Bitte. Wir haben uns, die Mia hat eine schöne Kuschelhöhle uns hier gemacht, während ich Emila ins Bett gebracht habe. Ja. Und das finde ich auch total schön. Ja. Und das finde ich auch total schön, weil ich finde es total wichtig. Wir gehen gleich ins Bett. Ich trage dich dann auch hoch. Das finde ich auch so wichtig, dass wir halt auch anfangen wieder, dass wir Kinder nicht als störend empfinden. Wisst ihr, was ich meine? Das ist mir auch so ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, es gibt Lösungen und Möglichkeiten, wie beides gelebt werden kann und wie beides möglich einfach ist. Und wo ich mich als Mama nicht entscheiden muss, sitze ich jetzt hier abends im Frauenpanel und spreche mit so wundervollen Menschen oder mache ich mir jetzt Druck und ne, guck irgendwie, dass meine Kinder irgendwie unter sind, wo ich sage, ich möchte gerne beides erleben, ja, und ich möchte auch, dass die Mia, die kommt mittlerweile mit mir halt auch auf irgendwelche Workshops, aber auch, wenn es halt möglich ist, ne, wenn ich weiß, okay, wenn sie halt auch gut versorgt ist oder der Milan, wenn eine Kinderbetreuung dabei ist und ich finde es so schön und das ist auch für mich nochmal Erfolg und das wurde mir erst so kurz wirklich bewusst, weil, nein, ich erzähle es jetzt zu Ende und dann sind noch ganz viele andere Frauen da, die noch was erzählen wollen. Und danach, wenn die fertig sind, dann. Wenn noch Zeit ist, dann natürlich, ja. Und die Mia, die war noch kein Jahr alt, ich habe mir im ersten Jahr schon darüber Gedanken gemacht, auf welche Schule sie mal gehen wird. Eigentlich völlig, ne, ich hatte ja noch Zeit gehabt. Und ich dachte mir ist total wichtig, dass sie nicht auf eine normale Schule geht, weil sie mir und ihrem Papa selber auch nicht gut getan hatte. Und dann habe ich geguckt, was kostet, das kann ich dir nachher erklären. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss mal gucken, was kostet denn so eine Waldorfschule oder eine Montessori-Schule? Und dann ist mir, ne, da dachte ich mir so, okay, das ist niemals möglich, wie, das ist ja abnormal, ne? So. Und wisst ihr, was jetzt so krass ist? Durch mein Einkommen bei Young Living ist ihre Schule bezahlt. Und nicht nur das, ich könnte sogar den Milan auch dorthin bringen, ab einem Jahr. Und das ist, wo ich da stehe und mir fast Tränen kommen und ich sage, wie krass ist das denn? Und das ist auch, das kam quasi einfach so durch das tiefe Vertrauen einfach auch. Und mir ist was eingefallen. Ja, ich weiß, du willst auch ganz, ganz viel erzählen. Ja. Wir haben nur noch Zeit. Ja. Aber wir lassen jetzt nochmal die anderen erzählen, ja. Also das macht für mich auch ganz, ganz viel Erfolg aus. Und es sind nicht immer Besitztümer, ja, sondern das ist ein Lebensgefühl für mich mittlerweile. So. Ich massiere dich jetzt. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ja, Vanessa, Sabrina, Ela. Hallo. Das ist Erfolg. Was ist eine erfolgreiche Frau?
Also ich kann der Mia noch sagen, liebe Mia, ich habe heute auch Lebkuchen gegessen. Wir haben es heute auch krachen lassen. Und ich finde es wunderbar, dass ihr gerade zu zweit zu sehen wart. Und dazu kann ich auch noch was Persönliches von mir berichten. Ich habe mein Heilpraktikerstudium mit Baby gemacht. Also genau die Situation habe ich persönlich erlebt. Ich, genau, mir hätte Daumen hoch, sehr schön. Ich habe wirklich mein Baby, mein erstes Kind, habe ich dann fast 9 Monate mitnehmen können. Dann war sie sehr mobil, dann musste ich es ein bisschen umorganisieren. Aber einen großen Teil von meinem 3-jährigen Studium konnte ich dann eben mein Baby mitnehmen. Und ich kann mich auch den 3 Vorrednerinnen wirklich nur komplett anschließen. Also was ist Erfolg für mich? Für mich persönlich hat es auch eigentlich alles mit Selbstverwirklichung und mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Und nicht damit einen Porsche zu fahren, sondern auch mit einem Peugeot happy zu sein. Und es ist wirklich so, älter man wird oder umso mehr man sich auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und da sind wir ja mit unseren wundervollen Ölen super genial ausgestattet. Also da geschieht das ja quasi nebenbei automatisch. Umso mehr kommt man da in diese Selbstverwirklichung. Das, was Sabrina auch gesagt hat, man lernt sich eher kennen, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut oder was ist mir wichtig und was ist mir nicht so wichtig, was bin ich, was ist meins, und es muss eben nicht der Weg sein von jemand anderem, und das ist für mich persönlich einfach Erfolg, und es ist einfach das, was erfolgt auf das, was ich eben tue, das, was ich denke, das, was ich fühle und das, was ich in Handlungen auch in die Welt trage, in die Realität trage, und das ist das, was für mich eben dann folgt. Und das hat für mich nichts mit Geld zu tun, sondern wirklich mit Freude ganz, ganz viel zu tun, mit Liebe ganz viel zu tun, also die Dinge eben zu tun, die mir Spaß machen, eben auch die Familie und den Job, ja, die Arbeit zu verbinden, das, was mir persönlich mit meinen 2 Mädels auch ganz, ganz wichtig war und was ich die letzten Jahre gut geschafft habe, mir das dann auch so aufzubauen mit der Selbstständigkeit. Und ja, das, was mir da zu einem sehr, sehr großen Teil geholfen hat, das waren auch wirklich die Öle, die mich in die Freude geführt haben, die mich in diese Leichtigkeit geführt haben und eben dann auch das möglich gemacht haben zum großen Teil, vor allen Dingen in den letzten 1,5 Jahren. Also da haben wir ja eine ganz besondere Zeit, die wir gerade erleben, und das war da eine sehr, sehr große Hilfe, kann ich echt mal sagen. Ja, danke dir. Es ist auch wirklich, wenn man in Young Living geht und so die erfolgreichsten Frauen anschaut, also so die Crown Diamonds, die Royal Crown Diamonds, das sind zum großen Teil Frauen mit vielen Kindern, meistens nicht ein oder zwei, sondern viele Kinder. Stimmt, ja. Also das ist, aber da wollte ich nachher gleich gerne nochmal drauf eingehen, wenn wir die Runde zu Ende haben. Wie denn Erfolg möglich ist, genau. Aber jetzt haben wir noch, ich glaube, 2, ne, Sprecherinnen. Wollt ihr dazu noch was sagen? Ich würde gerne was sagen. also ich finde auch, Erfolg ist sehr intuitiv. Was heute für dich Erfolg bedeutet, kann morgen schon was anderes sein. Weil manchmal gibt es halt auch Tage, wo wir aufstehen, und da ist es schon erfolgreich, wenn wir überhaupt aufgestanden sind. Also ich bin von Anfang an alleinerziehend. Ich habe ab Woche 2 mit meiner Tochter zusammen immer in der Trage gearbeitet. Ich habe niemanden gehabt, der mir den Rücken quasi stützt finanziell. Bin dann bei meinen Eltern eingezogen, um da eine finanzielle Stütze zu haben. Und muss sagen, auch das war für mich ein Erfolg, Hilfe anzunehmen. Sich leicht fühlen zu dürfen, die Leichtigkeit auch in das Leben einzuladen. Einfach glücklich zu sein mit der Situation, wie man sie jetzt hat, und das Beste daraus zu machen. Ich finde, finde ich persönlich, ist auch Erfolg. Und auch die innere und äußere Balance zu halten, vor allem die innere, damit die äußere auch halten kann. Bei mir ist das Ganze noch ein bisschen anders als bei euch. Ich glaube, ihr habt alle Kinder, wenn ich das so höre. Dann bin ich, glaube ich, hier die Einzige, die keine hat. Dafür habe ich einen Vollzeit-Hauptjob, der leider noch nichts mit den Ölen zu tun hat.
Ja, der aber tatsächlich für mich auch um einiges besser funktioniert, seit ich mit den Ölen arbeite. Ich bin Personalleiterin, ich bin eine von zwei Frauen in der zweiten Management-Ebene. Das heißt, ich habe es da mit einer reinen Männerdomäne zu tun, mit allem, was dazugehört. Ja, das ist sportlich ab und zu, ja, da durchzugehen. Und für mich persönlich ist tatsächlich Erfolg, dass ich mich in dem Ganzen nicht verliere. Ja, dass ich meinen Job so mache, wie ich bin. Ja, mit meinem weiblichen Ansatz zu denken und ja, nicht mit dem Kopf durch die Tür zu rennen, sondern auch einfach zu hinterfragen und auf die Menschen zu achten, die da sind. Also ich definiere tatsächlich das Thema Erfolg, glaube ich, nochmal ein bisschen anders, ja, was das Ganze angeht. Einfach weil, ja, weil das ist, was ich jeden Tag erlebe, ne? Also ich habe ja tatsächlich die Möglichkeit, mir da sehr, sehr gut durchzuhelfen, durch die Öle. Es ist auch manches um einiges leichter geworden, seitdem ich eben die Öle kenne und auch nutzen kann. Ja, aber das Thema Erfolg ist da nochmal, ja, aus einer ganz anderen Brille bei mir zu sehen. Vielen, vielen Dank. Ja, spannend, genau. Erfolg, da streifen wir auch das Thema Erfolg. Ist das immer Erfolg oder gibt es Erfolg auf männliche Art und Erfolg auf weibliche Art? Und da würde ich jetzt gerne so ein bisschen die zweite Runde einleiten mit, was ist dein Erfolgsöl oder deine Erfolgsstrategie, die dich auch durch Krisenzeiten gebracht hat? Ich habe da so ein bisschen rausgehört, viele von euch oder wahrscheinlich wir alle haben immer wieder auch Tiefpunkte oder Krisen, ja, wo man nicht so richtig sieht, wie kann es jetzt weitergehen? Also was trägt dich da durch? Welches Öl hilft dir da durch oder welche andere Sache? Gerne auch. Und warum ist für dich das Young Living Business, wir sind ja jetzt alle Young Living Business, also Businessfrauen unter anderem auch mit Young Living, mit den Ölen unterwegs. Und warum denkst du, dass das, oder glaubst du, oder fühlst du, dass das für eine Frau vielleicht einfach eine perfekte Business-Gelegenheit ist, egal in welcher Situation sie steckt? So, ich habe jetzt rausgehört, dass ihr einige von euch so ein bisschen schwierige Startsituationen hattet. Ja. Könnt ihr damit was anfangen? Resoniert das? Ja, absolut. mit Young Living habe ich angefangen im September 2017. Ich bin über die Susanne gekommen. Mein Schwager hat mir damals bei der Entbindung meiner zweiten Tochter eine Ölmischung gemacht und die hat mich ziemlich weggeflasht. Und da habe ich gemeint, oh, das macht was. Da ist was drin in dem Fläschchen. Und ich habe davor ganz viel mit ätherischen Ölen ausprobiert. Ich habe mich generell viel an meinen Pferden auch ausprobiert. Und das war alles ganz nett. Und ganz nett hat mir einfach nicht gereicht. Und da bin ich so auf die Schwingung angesprungen. Also da wusste ich noch gar nicht, was das alles heißt und bedeutet und was das gerade mit mir macht. Und das erste Öl, das war eins aus dem Starter-Set. Boah, da hatte ich alles gedreht. Und dann dachte ich, wie krass ist das? Was ist hier los? Was passiert hier? Dann ging es weiter mit einem Feelingsabend und das war, da bin ich das erste Mal auch meiner Innenwelt begegnet, so bewusst. Denn als ich an Breath and Time damals gerochen habe, bin ich erst in übelsten Gelächter von eben auf jetzt ausgebrochen. Also ich hab so lachen müssen und dann so tief mit dem Tod meines Vaters konfrontiert zu werden und ich bin wie zack in die tiefste Trauer meines Lebens gefallen. Und das war einfach nur durch das Inhalieren eines Öles, weil ich überall war, nur nicht im Hier und Jetzt. Und ich habe über die Zeit so viel lernen dürfen über die Öle und habe für mich herausgefunden, in Tiefpunkten meines Lebens sind es total unterschiedliche Öle, die mir weiterhelfen oder die mir auch zu Erfolg verholfen haben. Und dass ich manchmal, weil wir sind ja alle irgendwo auch einzigartig, auf Öle anspringen, die jetzt gar nicht so typisch für dieses Gebiet ist jetzt, ne? Also zum Beispiel hat mich durch eine Trauer, als ich mein Pferd jetzt vor kurzem verloren habe, ich habe mit Surrender gearbeitet, aber die Botschaften von ihm waren ganz klar, hat mir Balsam-Tanne, wenn man die beiden Wörter mal tiefer beleuchtet und
spürt. Und nehmt einfach gerne mal jetzt auch, wenn ihr zu Hause seid, geht mal in euer Ölregal oder wo auch immer eure Öle stehen und nehmt erstmal einen Tropfen von der Balsamtanne. Verreibt die auf eurer Handfläche dreimal im Uhrzeigersinn und dann inhaliert mal. Und nimmt mal so 3 tiefe Atemzüge in euer Herz rein und lasst es mal so durch jede Zelle eures Körpers gehen und so in alle Ebenen rein. Und spürt einfach mal, was es mit euch macht. Und mir hat es da super geholfen, diese Balsam-Tanne. Das war Balsam für meine Wunde, für meinen Schmerz. Und das hat mir aber auch gleichzeitig so viel Kraft und Halt und Erdung gegeben, den Boden unter den Füßen nicht ganz so zu verlieren. Das ist eines der Öle, was ich sehr gut finde. Und, also prinzipiell finde ich sie alle toll, es gibt immer mal wieder einen Favorit, der mehr oder weniger ist. Aber was mich zu Silber gebracht hat, war Young Living. Und das war mein größter Boykottierer überhaupt, den Rang Silber zu erreichen. Oh, da gab es heftige Gespräche als mal mit der Susanne. Und da bin ich ja für ihre Hartnäckigkeit sehr, sehr dankbar heute, dass sie in mir das gesehen hat, was ich mir einfach nicht erlaubt habe. Ich habe mir Erfolg nicht erlaubt. Ich habe mir nicht erlaubt, erfolgreich zu sein und dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht genug weiß. Also das waren schon übelste krasse Glaubenssätze, die ich einfach nicht wahrhaben wollte, weil ich bin ja toll. Und dann festzustellen, ich bin gar nicht so toll, wie ich dachte. Und da war Belief, das hat alles gesprengt. Ich war innerhalb von 8 Wochen Silber. Ich habe 8 Wochen Glaubensarbeit, intensivste Glaubensarbeit mit Belief gemacht. Und die, die mich näher kennen, wissen, dass ich ein absoluter Fan vom Aditya bin und dass ich gerne alles so inhaliere, was er macht. Und dass ich gerne auch in seinen Programmen drin bin, weil der Aditya auch der erste Mensch war, der es geschafft hat, mein System durch Persönlichkeitsentwicklung mich so an mein Ich zu bringen, dass ich einen kompletten Systemabsturz hatte. Das hieß damals, ich hatte einen kompletten Allergieschock. Also ich sah aus wie eine 80-jährige Frau im Gesicht. Ich konnte im Liegen nicht schlafen. Alles in mir hat rebelliert damals in diesem Kurs. Und es ging mir so schlecht wie noch nie. Und genau das habe ich aber gebraucht, um genau in die Kraft zu kommen, in der ich heute bin, um meinen Weg zu starten. Und also für Glaubensarbeit, das Belief, ist er für mich das Magical Öl. Ja, vielen Dank. Ja, Belief ist der Glaube. Ne? Ich habe das auch mehrfach in meinem Leben erlebt. Wenn ich geglaubt habe, ich kann es nicht und schaff's nicht und ich bin es nicht, dann war das halt auch so. Oder wenn ich geglaubt habe, ja, das kriege ich hin, das mache ich jetzt, dann ging das auch manchmal gleich, manchmal braucht es ein bisschen länger, aber es ging im Endeffekt. Und das ist von Henry Ford, dieses schöne Zitat, das es von ihm gibt, egal, ob du glaubst, dass du es kannst oder nicht kannst, du wirst immer recht behalten. So. Ja, belief, Leute. Ja, Susanne, bitte teile deine Erfolgstipps mit uns. Du hattest uns im Vorfeld ja Fragen geschickt. Ja, das war das erste Mal, dass ich im Vorfeld Fragen geschickt bekommen habe. Und da wollte ich schon mal drauf eingehen, weil das sind richtig gute Fragen. Und die sind auch total interessant, nämlich, was hat dir geholfen, nicht aufzugeben? Was hat dich durch Krisenzeiten getragen? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, aufgeben ist, also wie kann es denn ein Aufgeben geben, wenn du deinem Herzensweg folgst? Also wenn du dich wirklich entschieden hast, und ich meine jetzt nicht so, oh, dann gucke ich halt mal und oh, ich guck mal, ob das was wird, jetzt gucke ich mal, ob der das gut findet hier, wolle Öle kaufen, nee, oh, okay, dann lass es lieber. Also wenn du wirklich willst, weil du es wirklich gut findest und du hast wirklich eine Entscheidung getroffen, dann gibt's doch gar kein Aufgeben. Das ist ja wie, keine Ahnung, wenn ein Kind anfängt laufen zu lernen, also der Karl, als er jetzt laufen gelernt hat, und wenn der hinfällt, wenn der sagen würde, ach, jetzt bin ich ja mal hingefallen, oh Mann, ey, ich lasse es lieber, dann lerne ich halt kein Laufen. Also, also das gibt es gar nicht in meiner Realität. Und ich glaube, das ist so wichtig, weil wir erfinden so viele Ausreden, warum wir irgendwas nicht können, aber darum geht es alles überhaupt nicht. Es geht um einen Grund, um erstmal die Basis. Und wenn die Basis stimmt,
dann gibt es weder Misserfolg noch Aufgeben, ganz ehrlich. Und dabei helfen mir alle Öle, auf den Weg zu bleiben, weil, ja, weil das ist mein Lebensweg, Punkt. Genau. Anja, du nickst so bejahend. Was sagst du denn dazu? Was hast du denn? Du hast doch vorhin auch gesagt, dein Job ist leichter geworden jetzt durch die Öle. Was sind denn deine Erfolgsöle? Ja, tatsächlich nach Tagesform. Ne? Also ich stehe morgens vor meinen Ölen und ja, greife dann einfach mal beherzt hinein und habe dann irgendwas dabei und damit geht es in den Tag. Aber ja, also was tatsächlich eigentlich fast immer mit am Start ist, ist Valor. Ja, das ist das, womit ich das Gefühl habe, da komme ich dann auch durch den Tag, egal was da so um mich rum passiert. Ich glaube, das ist tatsächlich so, zumindest im Moment, wechselt ja auch phasenweise, das ist im Moment einfach das Öl, mit dem ich durch das Ganze vernünftig durchkomme. Ja, genauso wie ich auch Abundance regelmäßig mit dabei habe. Also ich glaube, das sind so meine beiden Favoriten, aber ansonsten ja tatsächlich nach Gefühl. Also ich stehe wirklich davor und ja, greife einfach zu. Und in der Regel passt das dann auch. Ja. Vanessa, du lächelst auch so beschmitzt. Auch eine Bestseller-Autorin, Leute. Ihr könnt euch auch ihr Buch kaufen. Und Susanne ist auch, übrigens natürlich. Erleuchte uns. Er dufte uns. Nee, er dufte uns, ist das richtig? Er dufte. Sehr gut. Ja, das kann ich gerne tun, natürlich. Ja, es ist, also ich halte es wie Anja. Also es ist wirklich tagesformabhängig und da bin ich auch ganz intuitiv, greife in den Ölekoffer oder es ist wirklich so, dass ich weiß, ah, zack, Erinnerung, das hat mir gut geholfen und dann greife ich quasi aufgrund meines Erfahrungsschatzes. Aber eine kleine Geschichte ist, ähnlich wie Sabrina das jetzt erzählt hat, was bei ihr so die Öle auch bewirkt haben und als kleinen Hinweis auch nochmal, dass es eben auch nicht immer leicht und einfach ist, auch wenn wir erfolgreiche Frauen sind, auch wenn wir jetzt Bestseller geschrieben haben, unseren Alltag mit Kindern wuppen und eben Vollzeitjob mit einem Team im Rücken schaffen. Also es läuft nicht immer alles smooth und leicht und entspannt, sondern es geht eben auch mal stressig und eben auch mal ruckelig voran. Mein Buch heißt auch tatsächlich Stress loslassen, weil das ist ein ganz, ganz großes Thema von mir und wo ich eben Frauen hauptsächlich auch da die Hand reiche. Und die Geschichte, die ich erzählen wollte, ist, ich habe angefangen mit Young Living vor 7 Jahren und seit 5 Jahren habe ich eine Phase, die sehr schwierig ist, mag ich jetzt mal sagen, also die viele Herausforderungen beinhaltet. Und quasi kurz nachdem ich mit Young Living angefangen habe, ging es los und ich habe relativ gleich am Anfang die Ölmischung Joy kennengelernt. Und deswegen, was ist eines meiner Erfolgsöle? Es ist auf jeden Fall Joy. Und ähnlich wie es aber auch Sabrina erzählt hat, ich habe also eine Explosion an Persönlichkeitsentwicklung, an negativen Gefühlen, die mich überrollt haben, die mich also quasi ja, gefühlt fertig gemacht haben. Glaubensmuster, die auf einmal hochgeploppt sind, wer weiß, wo die herkamen, aus welcher Ecke meiner Seele und wo ich die eingestaubt habe vorher. Also es ist wirklich unfassbar. Ich habe 1 Jahr mit dieser Ölmischung gearbeitet. Ich konnte es auch überhaupt nicht riechen am Anfang. Ich fand es wirklich ureklig und es war ganz, ganz weit weg von meiner Nase. Am besten immer nur auf die Füße eingesagt, zack, Bettdecke drüber, abends direkt vom Schlafen und dann hoffen, dass es wirkt. Und ich kann euch sagen, es hat gewirkt. Es hat aber wirklich auch eine ganze Weile gedauert. Wenn man sich Joy einfach mal anguckt, also es ist eben auch eine Mischung von Blütenölen. Da hast du ja einen wunderschönen Vortrag vorhin zu den Archetypen gehalten. Da habe ich zugehört. Und gerade bei den Blütenölen war ich sehr hellhörig. Da habe ich mich ja auch irgendwo ein Stück weit wiedergefunden. Und eben auch Zitrusfrüchte. Also eine ganz, ganz spannende Mischung. Und was bei Young Living so fantastisch ist, der Name ist Programm. Also wenn wir uns die Mischungen anschauen, dann ist es eigentlich sehr, sehr oft offensichtlich, was in dieser Flasche steckt, was für ein Wunder. Und bei Joy ist es einfach die Freude. Und das habe ich mir sehr, sehr, sehr lange nicht eingestanden, freudig zu sein. Ich habe mich ganz, ganz lange von anderen Menschen unterdrücken lassen, habe mich
wirklich da kaputt machen lassen, habe an mir selbst gezweifelt, kein Selbstbewusstsein, kein Selbstwert. Also das, was viele von uns einfach wirklich erleben und eben auch kennen. Und das ist das, was mich eben dann auch über ein Jahr lang wirklich, ja, getriezt hat, also wie Salz in die Wunde gestreut hat, um mich da hinschauen zu lassen, bis ich es wirklich nicht nur erkannt, sondern auch gefühlt habe und es dann auch loslassen konnte. Und da sind eben die einzelnen Einzelöle, die einzelnen Stammpflanzen in dieser Mischung von Joy wunderbar. Also allein die Rose ist ja da drin. Also das Herzchakraöl schlechthin für Liebe, für Harmonie und eben auch für magnetische Energie, was da eben für einen Erfolg auch ganz, ganz wichtig ist. Und deswegen würde ich jetzt einfach euch empfehlen, nehmt Joy mal als kleinen Tipp. Es ist ein unfassbar weibliches Öl, passend jetzt zum Frauenpanel, aber auch ein Öl, was sehr, sehr gut mit Erfolg zu tun hat. Und das, obwohl jede von uns das etwas anders definiert. Wow, danke dir. Ja, Freude. Ihr dürft euch freuen, Frauen. Es ist toll, eine Frau zu sein und wir dürfen uns darüber freuen. Ja, so. Jetzt möchte ich aber auch nochmal von der Jenny wissen, wie sie es geschafft hat, innerhalb von 5 Monaten von 0 auf Silber zu kommen. Genau, gib mal deine Tipps raus, Jenny. Ich kann es euch nicht beantworten. Es ist für mich, ich habe noch nicht den Kral gefunden, wie das alles funktioniert hat. Also es ist tatsächlich so, ich kann es selber noch nicht fassen und erklären. Ich habe letztens schon jemand gesagt, wenn mich jemand fragt, wie ich das geschafft habe, ich kann die Frage gar nicht so richtig beantworten. Ich glaube, für mich ist es ganz wichtig, dass ich einen Weg aufzeigen möchte, dass es möglich ist mit Leichtigkeit und mit Freude und mit ganz viel Liebe und Hingabe und weg von den Umzu-Strategien. Also ich mache jetzt etwas, um etwas, ne, also diese, ist es klar, wenn ich sage Umzu-Strategien? Also ja, für dich ist es. Ja, mir ist schon, ja. Und das war für mich ja auch so die Idee hinter der Flow Family, die ich gegründet habe, zu sagen so, hey Leute, ich habe eine Idee. Wer hat Bock mitzumachen? Und auf einmal, ich dachte, okay, ich starte erst mit 5, dann wollten 10 mitmachen und dann war ich überfordert und dachte, okay, ich habe keine Ahnung, ich weiß ja eh nicht, was wir so jetzt überhaupt machen wollen, aber ich habe da eine Idee, wie können wir das alles zusammenbringen und umsetzen, wie können wir Synergien bündeln, ne? Zu sagen, okay, nehmen wir mal Social Media, wie geil wäre es denn einfach, wenn ich nicht 25 einzelne Posts schreibe, sondern vielleicht nur 5 und wir sind 5 Frauen, 5 mal 5 sind 25, da muss nur eine Frau 5 Posts schreiben, aber insgesamt hat sie dann 25. Das ist ja total zeiteffizient. Ich schreibe nicht gerne Texte, aber es gibt jemand, der schreibt total gerne Texte. Meine Gaben sind woanders, wo die nächste wieder eine andere Gabe hat. Warum können wir das einfach nicht zusammenbringen und in dieses gemeinsam statt einsam rübergehen? Und irgendwie scheine ich da einen Punkt getroffen zu haben und dann kam dieser Stein ins Rollen und wir sind ja mittlerweile von ursprünglich meinen Gedanken 5, dann haben wir mit 10 gestartet und jetzt sind wir ja fast 50. Ja, und dieser Stein, der rollt und der rollt und der rollt. Und ich gebe da ganz, ganz viel Dankbarkeit rein. Aber das ist keine Strategie, dass ich sage, oh, ich muss da jetzt ganz viel Dankbarkeit jeden Tag reinbringen, sondern ich spüre das wirklich. Also das ist dieses, wo ich abends ins Bett gehe und denke mir so, holy shit, wie schön ist das einfach. Und vor allem, ich wünsche mir, und das ist so ich denke immer, Erfolg folgt der Freude. Das ist auch, glaube ich, was für mich ganz, ganz wichtig ist. Und ich möchte weg von diesem Druck, ich möchte weg von, du musst es dir hart verdienen, ja, sondern dass ich sage, hey, es ist möglich und ich freue mich für jede einzelne
aus der Flow Family, die jetzt ja alle schon anfangen, wirklich auch Geld damit zu verdienen. Und ich sage, wie geil ist das denn? Ich wünsche mir für jede Einzelne, die da drin ist, dass die in keinen Job zurückgehen muss, den sie nicht will. Ja, dass sie in diese Freiheit kommt, weil wenn ich als Mama in meiner Freiheit bin, was kann ich meinen Kindern dann wieder weitergeben? Ja, wie wachsen die dann auch wieder auf? Und was ist das dann für eine Generation? Und mir ist es total wichtig, ich habe ja, ich mache ja ursprünglich eigentlich mentale Geburtsvorbereitungskurse und bilde aus. Und ich hatte ganz viele Frauen, die gesagt haben, ja, ich muss erstmal mit meinem Mann absprechen, ob ich das Geld dafür nehmen kann oder ob der mir das Geld dafür gibt. Da bin ich fast im Dreieck gesprungen, wo ich gesagt habe, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Und dieses Thema Selbstwert von Mamas, der dann irgendwie in den Keller teilweise abrutscht, weil sie dann Mama geworden sind, zu Hause sind und der Mann geht ja arbeiten und bringt das Geld nach Hause, wo ich wirklich jeder Mama einmal empfehle, das nehme ich in alle meine Coachings mit rein, rechne dir wirklich einmal aus dein letztes Gehalt, nimm mal dein letztes Gehalt, da rechne mal bitte deinen Stundenlohn aus und dann bitte rechne dir mal die Stunden aus, die du als Mama wirklich einfach in der Woche erbringst, plus bitte Rufbereitschaft kommt mit zu, ja, Wochenendzuschlag, ja, und Nachtdienst, bitte, und du hast keinen Urlaub, ja. Rechne dir das mal aus und bitte, also ohne Mist, es kam keine, kaum eine kam unter 10.000 Euro Monatsgehalt. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Und bitte schreib dir diese Zahl auf, häng sie dir irgendwo auf, ja. Und wenn du wieder das Gefühl hast, du müsstest tausendmal fragen oder dir mal jetzt eine Massage gönnen, weil du das Geld ja für dich ausgibst und du bringst ja gerade kein Geld irgendwie nach Hause, so ein Quatsch, ne? Dass du dir diese Zahl anguckst, ja, und sagst so, ich hole mir hier eine Masseuse nach Hause, ja, weil in der freien Marktwirtschaft, ja, guck dir mal mein Gehalt hier an, ja. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es einfach wir selber uns wieder viel mehr dafür wertschätzen dürfen, was wir tun, was wir machen. Und das ist für mich persönlich einfach ein großes Anliegen. Und ich glaube, jeder aus der Flow Family ist da mit diesem Herzen da komplett voll committed und mit dabei. Also ich bin ja letzten Monat ausgerastet, wo ich gedacht habe, okay, ich weiß, ich kriege die Zahl nicht mehr ganz zusammen, Susanne, aber ich glaube, du hattest in deinem Team um die 30 Rangaufstiege. Und da waren, glaube ich, allein 14 oder sowas aus der Flow Family, ja. Wo ich hier denke so, okay, das glaubt dir keiner, ja. Und dann denke ich wieder so, okay, krass, das funktioniert wirklich. Also dieses, diese volle Hingabe. Und ich glaube, was auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, es gibt ein persönliches Ziel und dann das kollektive Ziel. Ne? Also es ist vollkommen in Ordnung, für sich selber ein Ziel zu haben. Wo möchte ich stehen, wo möchte ich sein? Und dann vielleicht einen Schritt weiter oder noch dahin zu gehen, zu sagen, okay, und was ist das große Ziel dahinter? Ja. Ich freue mich total darüber, wenn ich in meiner kompletten finanziellen Freiheit bin. Und das bin ich schon und das ist einfach jetzt ausbaufähig. Und gleichzeitig freue ich mich total, wenn einfach ganz viele Mamas einfach in diese Selbstermächtigung kommen, in diese Leichtigkeit kommen, weil ich kenne das auch, das erste Jahr mit der Mia, wie ich wieder arbeiten gegangen bin. Das war alles so zäh, das war alles so schwer, das fühlte sich für mich alles so nicht ich an. Ja, und dann dachte ich mal so, oh, willst du das? Ja, nee, ich will das nicht. Und in mir hat alles irgendwie so gerufen und gesagt hat, ich will das nicht und es muss doch einen anderen Weg geben. Ja, und wusste aber nie, wie er aussieht. Ja, und das möchte ich für ganz, ganz viele. Genau. Ist der Nina wach? Warte mal kurz, mein kleiner Bruder ist wach. Sicher? Ja, ich glaube, der Milan ist wach, genau. Das ist ganz gut, weil wir nähern uns eh schon dem Ende unseres Zeitfensters. Vieles, vielen, vielen Dank für das Teilen. Ich glaube, Ela, du hast noch nichts gesagt und sind wir sonst durch? Oder Anja, du hast was gesagt? Anja? Okay. Ja, Ela, bitte. Lass uns auch noch an deinen Tipps teilhaben. Also, danke erstmal. In Krisenzeiten hatte ich ein paar viele, aber vor allem in Krisenzeiten hat mir halt meine Verbindung zu Hawaii geholfen, extrem. Und habe für mich dann das Öl Forgiveness gefunden, was ich in Kombination mit dem Ho'oponopono angewendet habe. Und das war echt Game Changer. Also das Ho'oponopono ist ja sowieso schon ein Game Changer, aber mit dem Öl hat es einen echt weggeflasht. Also ich habe 8 Frauen begleitet aus der Flow Family
in einem Gruppencoaching und auch in einer Gruppenmeditation. Und da habe ich von allen das Feedback wirklich bekommen, dass das wirklich ja umgehauen hat. Weil ich finde, bevor man halt auch wirklich ins Glück findet, muss man, finde ich persönlich, sich selber vor allem viel vergeben, weil man mit sich selber total hart ist. Und das sind vor allem wir Frauen, was sehr schade ist. Genau, und ich finde, es gibt kein Erfolgsöl. Das ist für mich intuitiv. Ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Also Susanne hat mich schon kennengelernt, die weiß es. Und da ist halt wirklich, ich bade und dusche in Abundance tatsächlich, um Fülle in mein Leben einzuladen und schlafe in Transformation, dass das, was ich am Tag alles schon erreicht habe, nachts weiterarbeiten darf. Aber sonst, ich nehme die ganze Palette mal rauf und runter. Und meine Kleine auch mit. Also die sagt auch immer, Mama, heute möchte ich Orange. Oder Mama, heute möchte ich das und das. Toll. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank euch allen. Ihr seid so wundervolle Frauen. Das war echt wunderschön mit euch, diese Stunde, diese 50 Minuten. So inspirierend. Danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und hier wart. Und ja, das ist auch vielleicht Erfolg noch so zum Abschluss. Na, wenn es wird dann, etwas wird dann erfolgreich, wenn wir uns alle einbringen. Das ist vielleicht auch ein bisschen das Weibliche. So wir bringen uns alle ein. Ne? Wir sind nicht der Einzelhengst, der da so toll das alles alleine durchzieht, sondern wir sind gemeinsam halt. Ja, ist auch ein bisschen. Das liegt auch unsere Stärke. So. Ja, und hiermit möchte ich dann gerne die Nadine begrüßen. Nadine, bist du schon da? Oh ja. Ja, herzlichen Dank tolle für dieses inspirierende Frauenpanel, volle Frauenpower. Da waren jetzt viele, viele gute Tipps dabei. Und wir bleiben gleich in der Frauenpower mit Nadine Semlitsch-Zehl. Herzlich willkommen, eine Aromamentorin, Hebamme und Coach in der Nähe der Schweizer Grenze. Herzlichen Dank an alle Frauen vom Frauenpanel.